Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoserie von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Toni und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt Statistische Kenngrößen und Boxplot. Du kannst dieses Arbeitsblatt unter der hier unten eingeblendeten Adresse herunterladen. Am besten ist es sicher, wenn du dieses Arbeitsblatt griffbereit vor dir liegen hast. Bedenke, du kannst dieses Video immer wieder pausieren oder wiederholen, wenn etwas unklar ist. Gut, worum geht's in diesem Video? Ich möchte dir einen Überblick geben, worum es in dieser Videoserie gehen wird. Ganz allgemein beschäftigen wir uns in diesem Arbeitsblatt mit der beschreibenden Statistik. Was will die beschreibende Statistik überhaupt? Es geht ganz allgemein darum, eine große Menge von Daten sinnvoll und übersichtlich zusammenzufassen. Und wir werden uns in diesem Sinne auch viel mit Listenwerten beschäftigen, mit Tabellen, mit Diagrammen. Und ich habe dir jetzt ein paar Begriffe aufgelistet, die dir wahrscheinlich schon untergekommen sind. Zum Beispiel das arithmetische Mittel und der Median. Wir werden in den folgenden Videos uns genauer mit diesen Werten beschäftigen. Wie berechne ich das arithmetische Mittel, welche Eigenschaften hat es und insbesondere, wie verändert sich mein arithmetisches Mittel, wenn ich einzelne Listenwerte verändere. Auch beim Median werden wir uns ansehen, welche Eigenschaften der hat und auch, wie sich der Median verändert, wenn ich einzelne Listenwerte verändere. Dann werden wir noch kurz den Modus erwähnen. Das ist ganz einfach gesagt der häufigste Wert in einer Liste. Und am Ende dieser Videoserie werden wir uns auch mit dem Quantil beschäftigen. Dieser Begriff ist wahrscheinlich eher weniger geläufig. Was ist ein Quantil? Ein Quantil ist grob gesagt eine Zahl, die meine Liste in einen oberen Teil und einen unteren Teil teilt. Der Median zum Beispiel ist ein Quantil, ein 50% Quantil. Er teilt meine Liste in eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Ich kann aber eine beliebige Zahl als Quantil festlegen. Zum Beispiel kann ich ein 25% Quantil festlegen. Das heißt, dieses Quantil teilt meine Liste in ein unteres Viertel und in die oberen drei Viertel. Genaueres dazu dann im Video zum Quantil. Diese drei Werte, diese vier Werte, werden zusammengefasst als Lageparameter. Sie sagen mir, wo die zentralen Werte meiner Datenliste liegen. Ich kann sehen, wo ist mein Durchschnitt, mein mittlerer Wert, mein unteres Viertel, mein oberes Viertel und so weiter und so fort. Die Lageparameter allein sind aber nicht sehr aussagekräftig. Ich muss wissen, wie sehr meine einzelnen Listenwerte von diesen Parametern abweichen. Und das bekomme ich durch die Varianz und die empirische Standardabweichung. Die sagen mir nämlich, wie sehr meine einzelnen Werte im Durchschnitt von meinen Lageparametern abweichen, insbesondere vom Mittelwert. Diese Parameter werden als Streuparameter zusammengefasst. Das heißt, die Lageparameter und in Kombination mit den Streuparametern ermöglichen mir eine sinnvolle Information aus einer Datenmenge herauszulesen. Anschließend beschäftigen wir uns noch mit der Verteilungsfunktion. Was ist eine Verteilungsfunktion und was kann ich da herauslesen? Und gegen Ende dieser Videoserie werden wir uns mit dem Boxplot befassen. Was ist ein Boxplot, wie kann ich den konstruieren und welche wichtigen Informationen kann ich daraus ablesen?